Ich hatte mir überlegt, Resi 7 oder 8 wieder zu spielen. Mach doch, Digga. Richtig geile Spiele. Ich spiele mal Game of the Year Overwatch 2. Wisst ihr, was wir machen werden? Wenn Overwatch 2 bekommt ja noch den Singleplayer und den werden wir. Ach, ich muss erstmal wieder hier ändern, ne? Gruselabend. Richtig cringe, Alter. So, Resi 8. Wir werden den Singleplayer von Overwatch im Stream zocken und vielleicht werde ich dazu auch noch ein Video machen. Mal schauen. Ey, wenn du meinst, du wärst mies, spiel mal mit mir DNC, dann fühlst du dich wie ein Gott. Ja. Bitte nicht kein Valorant, bisschen Mario Kart vielleicht ganz gut, aber in Shootern. Ja, es kommt drauf an. Also ich würde sagen, in Overwatch bin ich ganz gut, aber die anderen Shooter. Ah gut, guck mal, CS habe ich 600 Stunden und CS bin ich trotzdem absolut ass. Ja, ich bin halt nicht so der Shooter-Typ, ne? Eher so Singleplayer-Shooter. Neues Behind the Scenes von Sam vs. Wild ist raus. Ja, habe ich auch gesehen. Also ich habe es noch nicht gesehen, das Video, aber ich habe gesehen, dass raus ist. Das würde zumindest funktionieren. Ja. 98er Wertung. Was denn? Was hat. Ach, Priest Sim. Laber nicht. Hab Rocket League Earnings. Rocket League habe ich noch nie gespielt. Rocket League habe ich noch nie gespielt. So. Ich lurke da mal ein bisschen. Ciao, Miau, Kakao. Alles klar, Digga. Alles klar, alles klar, alles klar. So, Boys. Haben wir. Wir haben noch nicht die Erweiterung. Was müssen wir jetzt machen? Jetzt geht es ja. Digga, ganz kurz ist euch mal aufgefallen. Dying Light 2 war nicht bei den Game Awards. What the fuck? Stimmt, nirgendwo, ne? Nirgendwo war Dying Light. Victor meinte, dass er hat sich Dying Light für seinen Urlaub jetzt geholt und er will jetzt Dying Light zocken. Bin ich mal sehr gespannt, was er davon hält. Also in dem Urlaub will er jetzt Dying Light und Need for Speed, wie heißt das neue, Unbound oder so? Dreieck für Inventar, ja, egal. Dying Light ist auch indiziert, aber trotzdem kann man das doch holen, oder? Ich habe auch Dying Light 1. So, warte mal, können wir, aber den, für den Schlüssel, ah doch, den Schlüssel haben wir schon. Let's go. Let's go. Dann können wir jetzt hier rein. Eine Frage kurz, Chat. Hier, wenn wir hier in das Dorf gehen, finden wir hier noch irgendwas Interessantes? Wahrscheinlich nicht, ne? Scheiß auf Need for Speed Forza besser. Boah, Digga, ich hab so Bock auf Forza Horizon 5, ne? Ich hab da richtig, richtig Bock drauf. Vor allem kann ich es jetzt mit meinem PC halt auch zocken. Das ist halt das Ding, ne? Das ist halt das Ding. Forza besser, ja, Mann. Ich hab Horizon 4 habe ich nicht viel gespielt. Aber das, was ich gespielt habe, fand ich ultrassig. Oh, jetzt kommt doch. Oh, und wir haben so wenig Muni. Wir haben so wenig Muni. Forza Stream. Ja, Mann, lass mal Forza Stream. Warte mal. Ich habe die Liste. Ich habe auch Victor übrigens gefragt. Er ist bei It Takes Two, ist er dabei? So, Forza 5. Also Forza Horizon 5 natürlich. Aber können wir gerne machen. Können wir gerne machen. Habe ich mir jetzt aufgeschrieben. Übrigens, die Liste ist geisteskrank. Wir werden mal, wenn wir mit Resi durch sind, werden wir mal abstimmen, was wir als nächstes zocken. Wir werden aber ein Spiel spielen, was ich schon habe, dass ich mir kein neues kaufen muss, weil ich sag's euch, wie es ist: dieser Monat ist geisteskrank teuer. Dieser Monat ist halt wirklich teuer, ne? Ich meine, gut, also, ne, ihr seid halt heftige Community, ihr habt heute ohne Ende reingehauen, deswegen Ehre dafür. Aber trotzdem ist halt Weihnachten, Dezember ist halt immer sehr, sehr teuer, deswegen kann ich mir erstmal kein neues Spiel kaufen, außer halt Dead Space. Ja. Elex, darüber haben Victor und ich haben im Podcast, haben wir über Elex 2 geredet. Ja. Haben doch heute 600 Euro gespendet. Ja, kann sein, kann sein. Aber trotzdem, ich meine, die Liste ist ja, da sind ja so viele Spiele, ne? Batman könnten wir spielen, Mario Odyssey, Doom Eternal, Evil Within, Uncharted, Astro's Playroom, Wolfenstein, Hollow Knight, Watch Dogs, Anthem, It Takes Two. Nee, It Takes Two. Nee, It Takes Two könnten wir auch zocken, das habe ich auf PlayStation. So. Ne, das sind halt schon viele Spiele, die wir halt direkt zocken können.
Guck mal, Until Dawn, das Ding ist, Until Dawn habe ich schon gezockt, deswegen würde ich Until Dawn ungern zocken. Aber was wir theoretisch machen könnten, ist halt, vergiss Anthem nicht, Cooperation. Ja, Anthem habe ich ja gesagt. Zu viel Story. Guck mal, das Ding ist, aber dadurch, dass es so ein Film, ja, vielleicht ist es zu viel Story. Wir könnten es mal ausprobieren. So ein, das könnte auch funktionieren. Also, wie hieß das eine Spiel, was jetzt letztens rauskam von den Until Dawn-Machern? Irgendwas, The Quarry. Das habe ich bei jemandem, das habe ich bei Ranton im Stream gesehen. Das hat sehr viel Spaß gemacht, so zu gucken. Ja. Vergiss Lego City nicht. The Devil in Me. Ja, das habe ich aufgeschrieben, habe ich aber noch nicht geguckt. Also, ich sag mal so, Ananas, ich weiß auf jeden Fall, was du meinst. Wir könnten es ausprobieren. Wenn es gar nicht funktioniert, weil, wie gesagt, so wie ich momentan streame, würde es wahrscheinlich nicht funktionieren. Dann lassen wir es, ist ja nicht schlimm. Aber, ja. Man kann es ja theoretisch mal ausprobieren. Vielleicht ist es auch mega geil. So wissen wir ja nicht. Kevin, signier bitte meine PS5. Ja, bringen sie vorbei, Digga. Aber guck mal, ich muss... Ach, nee, komm. Nee, scheiß drauf. Ja, man kann es auch ausprobieren. Ich glaube halt nur, dass wir zu viel gelabert. Ja, kann sein. Kann sein. Das kann wirklich sein. Das Problem ist, jetzt kommt doch gleich der Hundi, ne? Aber den müssen wir nicht töten. Aber den kann man töten. Ne, warte, ich will die Map. Macht es Sinn? Vorhängeschloss. Da müssen wir doch eigentlich reinkommen. Macht es Sinn, hier nochmal zurückzugehen? Lieber mal healen. Ja, safe. Nee, ne? Also wir können hier noch nicht viel machen. Die Brunnen können wir ja noch nicht... Ja, Umfrage. Ob Hundi töten? Schick Adresse, komm vorbei. Ja, komm, wir gehen erstmal zurück, bevor wir gegen Hundi kämpfen. Wir haben ja Zeit. Wir müssen ja nicht durch Resi 8 rushen, ne? Muss man ja auch dazu sagen. Wir müssen ja nicht rushen. So, warte, aber wir können einmal oder zweimal können wir das hier herstellen. Und dann hier und hier und so. Jetzt haben wir ein bisschen mehr Muni. Man kann auf jeden Fall ein bisschen Häuser looten, genau. Und dann können wir auch nebenbei ganz entspannt labern, das ist ja... Aber Jungs, ich hatte ein bisschen Schiss, dass Mario Kart entweder nicht funktioniert oder nicht so geil wird, aber es hat funktioniert und es war sehr, sehr geil. Von daher, alles safe. Ah, wir können doch die Brunnen bedienen. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Geschnitztes Kopftier, let's go. Jetzt können wir das hier kombinieren. An diesem Tisch wird nicht gelogen. An diesem Tisch wird nicht gelogen, Digga. So ist das. So ist das nämlich. Ach, das haben wir jetzt. Ach, das hat alles nicht gespeichert. Kombinieren. Jawohl. Jetzt ist es komplett, ne? Jetzt komplett. Mario Kart war anders geil. Dieses Mal hoffentlich noch mehr dabei. Ja, ich hoffe vor allem, dass bei Christian funktioniert. Und auch bei Leandro und so. Ne, bei wem hat es noch nicht funktioniert? Ich hoffe, dass das nächste Mal wirklich alle dabei sind. Das wäre dann noch mal viel lustiger so. Wenn du schon dabei bist, PS4 und meine Switch auch. Aber das Geile ist, wenn das auch klappt mit Tomba, dass er mir seine Xbox gibt, dann können wir theoretisch sogar noch mehr spielen. Dann können wir auch Spiele aus der PS3-Ära spielen und so, ne? Das wäre natürlich auch geil. Könnten wir theoretisch Red Dead 1 und sowas spielen. Ich weiß nicht, ob das für den Stream so geil ist, aber ja. Bei mir ging nicht wegen Nintendo Online. Ah, okay. Ich versuche mein Bestes. Ja, genau, Drake wollte... Ja, das ist irgendwie lost, ne? Du hattest ja das, so ein ähnliches Problem wie Christian, ne? GTA 4. GTA 4 könnten wir tatsächlich jetzt schon spielen. Das habe ich für PC. Du hast noch eine PS3. Ich habe eine PS3, aber die PS3 hat halt so ein, ja, wie nennt man das denn? Halt, du kannst davon nicht aufnehmen. Das ist so geschützt. Ne? Diesen Schutz, so ein Kopierschutz. Und der ist, den kannst du bei der PS4 und PS5 ausstellen. Den musst du dann nur anmachen, wenn du Filme oder Serien guckst. So. Ichigo, was geht? Servus, moin. Ich lade mir Mario Kart aus der Bibliothek aus. Mach, Digga. PS3-Kondom von Dennis zum Schutz. Würde beim nächsten Mal mitspielen. Ja, geil. Kirito, geil. Ich habe 10.000 Brausebonbons gegessen. Meine Zunge tut weh. Alter, kenne ich auch noch von früher, Digga. Sag ich dir, wie es ist. Ich bin da mal weg, muss noch Halle für morgen dekorieren und hol mir vor uns das beste Spiel, das gibt's. Ja, Digga, es kostet halt 40 Euro, aber danke Dennis, dass du dabei warst, ne? Hau rein, viel Spaß dir noch. Ja, gönn dir, Digga. Gönn dir.
Ich schenke dir Lego City Undercover und du schenkst mir Mario Kart, dann bin ich nächstes Mal dabei. Nee, Digga. Wie teuer ist eigentlich Lego City Undercover? Ich würde es halt echt gerne mal zumindest spielen, ne? Aber wenn du testen willst, glaube im Game Pass. Ja, das Ding ist, ich muss es nicht mal testen. Ich will's haben, so. Aber ja, ich will es dann halt auch kaufen, damit ich es auch safe habe. Ich mag dieses ganze Game Pass-Ding nicht. Halt die Ja. Fresse! Lego City Undercover actually gut. Ja, deswegen, ich hab da auch Bock drauf. Hab da auch Bock drauf. So, warte mal, wo können wir denn. Okay, da ist alles gelootet. Hier, da ist noch ein Brunnen, da können wir noch hin. Und wir können in das Haus da hinten rein. Allgemein Lego. Dr. Mill, Baby. Allgemein Lego-Spiele waren geil, war meine Kindheit. Ja, ich habe Lego-Spiele nie in der Kindheit gespielt. Aber ich habe Bock auf Lego City Undercover. Ich habe Bock auf Lego City Undercover und ich habe Bock auf die Lego Star Wars, die Skywalker-Saga. Also ich hatte noch 90 für Deluxe damals gezahlt, oh, aber lohnt sich. So, bin jetzt weg. Alles klar, Digga, hau rein. Hau rein, hau rein. So, warte. Ha, hier haben wir alles, ne? Hier ist blau und hier ist ein Vorhängeschloss oder irgendwie so. Ja, perfekt. Bevor sie sinnlos verstaubt, gebe ich lieber noch für noch mehr Streams. Und ja, Ehre, Digga. Tomba, wirklich Ehre. Ehre, Ehre. Klären wir dann alles im nächsten Jahr. Klären wir dann alles im nächsten Jahr. Aber danke dir, Digga. Ohne Scheiß. Wirklich. Absoluter Ehrenmove. Hä, aber was ist denn hier? Wow. Wir haben es aufgemacht und es ist instant blau. Digga, einfach nix drin hier. Ach ja. Und PS3, wie man liest, nicht. Digga, instant blau einfach. Einfach, hier war einfach gar nichts. So, dann. Aber hier. Schlüssel des Geigenspielers. Aber auf jeden Fall will ich zum Brunnen und dahin. Aber man merkt es, gucken langsam immer Leute, so sind jetzt 26 damals down, wo nur 16 Leute dabei sind, aber Streams oder so immer 11 von 10. Ach, Digga, das freut mich, Digga. Ohne Scheiß. Wirklich, dass du auch das, ich meine, freut mich mega, dass auch immer wieder neue Leute dazukommen und so. Und ich sag's dir, wie es ist, es sind bisher auch nur korrekte Leute im Chat. So, es muss ja noch nie jemand legit gebannt werden, weil da irgendein Vollidiot da war und so. Und auch das, ne, ihr seid alle immer an Start. Wu, Tomba, Ananas, Bananenbrot, alle, Digga. Drake jetzt auch und ich will, ne, das, ich, und alle anderen auch, Digga. Ich küsse wirklich eure Herzen, so. Wirklich. Streams, wirklich, sage ich euch, einer der besten Entscheidungen dieses Jahr, so damit anzufangen. Was war das neue Lego Star Wars Saga gezockt? Wollt mir das eventuell holen? Ey, die Skywalker Saga sieht sehr, sehr geil aus, Digga. In First Person war es irgendwie besser. Findest du, ich muss sagen, für Resi 8 fühle ich die Third Person fühle ich sehr. Darf ich der Erste sein, der gebannt wird? Und ich, ja, Leandro, dann du natürlich auch, Digga. Du natürlich auch. Ich bin ein bisschen lost mit Namen, deswegen verzeiht mir, falls ich irgendjemanden vergessen habe. Ich bin so lost mit Namen, wie ich mit Maps bin, Digga. Wie kommen wir jetzt dahin? Weil hier geht's ja nicht durch. Wie kommen wir denn dahin? Hier durch, ne? Ja. Kim natürlich auch. So. Ich finde es auch so lustig gefühlt, haben alle durch Bananenbrot und Drake. Ja, aber ja, das ist, Digga, das ist geisteskrank. Wirklich. Wenn du jemals 50k Zuschauer hast, vergiss ich das hier nicht, weil das Trash-Game spielt. Ja, Digga, dich werde ich nicht vergessen, das kann ich dir aber sagen, Alter. Ja, aber First Person hatte ein beklemmenderes und hatte mehr Horror. Ja, stimmt. Das Ding ist halt, Resi 8 hatte generell nicht viel Horror, ne? Außer die Passage mit dem Baby. Und da stimme ich dir zu, Digga, da ist First Person wesentlich besser. Also zum Beispiel bei Resi 7 will ich keine Third Person haben, so. Welche Bewertung würdest du God of War Ragnarok geben? 10 von 10. Also ich glaube, das ist ja aus meinem Video, denke ich, auch ersichtlich geworden. Das ist 10 von 10. Da haben Victor und ich auch nochmal drüber gesprochen im Podcast heute. Es ist einfach 10 von 10. Für mich. So. Klar, es hat Schwächen. Aber trotzdem. 10 von 10. Ach, aber wegen nicht. Ah, ja, okay. Ja, okay. Wenn du es nicht gesehen hast, gut, dann. Ja, 10 von 10 würde ich sagen. Okay, jetzt hier rein dann.
Wo ist der Brunnen? Ach, da hätten wir da einen. Nein, mein Dualshock. Hier haben wir alles. Da kommen wir noch nicht rein, ne? 4 von 10, schlechter als Watch Dogs, nice track, Capcom. sowieso, falls du mal jemals erfolgreich sein willst, merke ich dir, Tomme und Bananenbrot sind über die Mods am Anfang dabei gewesen. Ja, der Dinger, das werde ich nicht vergessen. Und Scheiß. Bekomme Ragnarök zu Weihnachten, musst du bis jetzt stark das Video nicht zu. Ja. Ja, mir hat letztens wieder einer geschrieben, ich glaube heute, dass er jetzt mit God of War durch ist und jetzt endlich das Video gucken konnte. Das freut mich. Ich freue mich schon auf Resi 4 nächstes Jahr. Ja, safe, safe. Wir sind auch von Anfang an, dank. Ja, ja. Ehre, Digga. Ehre. So, warte, dann müssen wir hier und dann rechts da hinten. Ja, ich bin gespannt, was nächstes Jahr passiert. Ich habe da auch im Podcast drüber geredet. Ich habe hohe Ziele für nächstes Jahr, was YouTube angeht. Mal gucken, ob ich die erreichen werde. YouTube ist ja immer so ein bisschen random. Aber würde ich schon feiern. So, warte, gucken wir erstmal hier hin. Ah, nee, hier brauchen wir... Haben wir einen Dietrich? Ja, wir haben zwei Dietrich. Okay, alles klar, klar. Dabei meine ich... Ja, ja. Ich weiß, Digga. I know, I knof. Falsches Haus? Nee. Hier. Digga, unser Inventar ist aber gut voll. Krass. Wenn du Caved Red wirst, dann D-Abo. Nee, nee. Ich find's so geil, wie der Chat vibet. Ich kenne mittlerweile jeden Cake hier im Chat. Kuss. Ja, es ist wirklich. Es freut mich auch. Wirklich, es freut mich auch einfach. Sag ich euch, wie es ist. 100k auf YouTube nächstes Jahr. Genau das ist das Ziel. Genau das ist das Ziel. Wie gesagt, mal. Alter. Und? Tut mir leid. Inventar ist voll! Der Inventar ist einfach voll. Das ist nicht so gut. 100 Millionen auf YouTube nächstes Jahr. Kevin stolz auf euch. Bin ich wirklich, Digga? Also, ne, das habe ich ja jetzt schon mehrmals gesagt. Ich will euch da jetzt auch nicht so in den Arsch kriechen. Aber besser Chat, den ich mir vorstellen kann. So, sage ich euch ganz ehrlich. Wir sehen uns bei den Game Awards. So, können wir hier auf jeden Fall noch. Raus aus meinem Arsch. Alter, noch ein Dietrich. Okay. Okay. An diesem Tisch wird nicht gelogen. An diesem Tisch wird nicht gelogen, Digga. So ist das nämlich. Okay, war, wie, wo. Wieso, weshalb, warum. Aber wo ist denn hier noch was? Ah ja. Warum? Ah ja. Geil, Alter. Ist gerade einfach zu gute Zeit. Es ist wirklich so. Und ich sag dir ganz ehrlich, da habe ich mir auch gestern Gedanken drüber gemacht. Ich habe so ein bisschen Schiss, dass... Ich meine, ich wüsste noch nicht warum, aber irgendwie habe ich so ein bisschen Schiss, dass der Stream aus irgendeinem Grund lamer wird. Wisst ihr, was ich meine? Dass diese gute Zeit irgendwie vorbeigeht. Ich sag mal so, dass nicht jeder Stream eine 10 von 10 sein wird. Das müssen wir uns einfach bewusst machen. Es wird einfach immer irgendwann einen Stream geben, den entweder ich nicht so fühlen werde oder ihr nicht so fühlen werdet. Aber ich muss sagen, es waren bisher, glaube ich, nur 2 Streams, die ich nicht so gefühlt habe. An den einen kann ich mich nicht mehr erinnern, was der Grund war. Und der andere war der God of War Ragnarök Stream auf YouTube. Weil ich da einfach sehr schnell gemerkt habe, dass ich das Spiel für mich spielen will. Und deswegen wollte ich den dann auch so relativ schnell beenden. Ne? Vielleicht habt ihr das gemerkt. So. Das war so einer der ganz, ganz seltenen Streams, die ich nicht so hundertprozentig gefühlt habe. Aber die letzten Streams, sage ich euch, einfach immer 10 von 10. Nee, du wirst immer nur lämmer. Wir bleiben gleich. Ja, true that, true. Es sind Ausnahmen, aber es ist nur, weil
Genau, das ist halt normal, ne? Das ist halt einfach normal. Es kann halt nicht immer nach oben gehen, so, ne? Kann nicht immer 10 von 10 sein. Muss auch mal runter, damit man die 10 von 10 wieder appreciaten kann. Ja, die YouTube-Streams waren, glaube ich, bisher am leidigsten und jetzt sind wir den YouTube-Normis. Ja, no front. Ja, safe. Bei den YouTube-Streams war, glaube ich, bisher nur der, wo wir das Resident Evil 8 DLC gestreamt haben. Der war richtig sick. Das war einer meiner liebsten Streams, so. Aber die restlichen YouTube-Streams habe ich auch wirklich nicht gefühlt. Deswegen habe ich ja aufgehört, auf YouTube zu streamen. Weil hier sind natürlich wesentlich weniger da, aber hier ist so die Ehren-Community da. Weil man muss ganz ehrlich sagen, viele Leute in den YouTube-Kommentaren raffen meinen Humor, raffen meine Herangehensweise an Spielen, aber viele raffen es halt auch 0,0. Ich habe heute auch einen Kommentar bekommen, den habe ich auch blockiert, weil er mich beleidigt hat. Auch teilweise auf Übelste, wo er gesagt hat, ne, so diese scheiß junge Generation, alle haben eine Aufmerksamkeitsspanne von 10 Sekunden, was sollen die ganzen scheiß Memes, Junge, und so, was für ein Drecksvideo und bla bla bla, den habe ich dann auch direkt blockiert. Und das sind halt so Leute, die es halt nicht verstehen. War wahrscheinlich irgendwie so ein 50-Jähriger oder so. I don't know. Ja, I don't know, was soll ich sagen. Deswegen. Fun Batman. Ja, bei den Kommentaren musste ich, da habe ich laut gelacht. Das war lustig, Alter. Und hier sind halt alles korrekte Hasen, genau so. Wann kommt Poolstream? Hier sind halt Leute, die es halt einfach raffen. So, die zumindest mich raffen. Wisst ihr, was ich meine? War ein AFA-Morgen. Der Kommentar war einfach so stumpf, Digga. Es sind aber so manche Kommentare, genauso wie der Typ, der geschrieben hat, ne, Gallenkirchen, Odenwald. Manche Kommentare sind halt einfach, manche sind Legende. Scheiße, Mann, was lege ich denn jetzt weg? Ich will das Schweinefleisch eigentlich mitnehmen. Ist Haram, aber was soll ich euch sagen? Komm, wir heilen uns einfach. Scheiß drauf. Ich will nicht nochmal loslaufen. Lass den Stream doch auf YouTube und Twitch laufen, aber dann nur auf Twitch chatten. Nein, nein, nein. Das Ding ist, also guck mal, finanziell könnte es sich natürlich lohnen, aber auf beidem zu streamen, safe. Aber ich sag dir ganz ehrlich, ich will das einfach trennen voneinander. Ich weiß nicht, ob ihr das so nachvollziehen könnt, aber ich will einfach, dass das. Hä? Ich hab doch gemacht. Ich. Digga, willst du mich ficken? Ich will einfach, dass. Nee, das ist einfach okay, wie es jetzt so ist. Die ganzen Leute, die Twitch interessiert, die sind hier. So. Und die anderen, die keinen Bock drauf haben, ist okay, weil viele haben einfach nur Bock auf die Videos und das ist auch vollkommen okay so. Lass Stream auf TikTok laufen und sag, was machst du denn die Glatze? Ja, Digga, von dem habe ich auch gehört. Von dem habe ich auch gehört. So ein Vollidiot, ne? Das sind solche Leute, die wirklich einfach mit allen Mitteln irgendwie einfach nur Fame werden wollen. Wo ich mir denke, Digga, was bringt dir das? Wenn du mit so einer Scheiße Fame wirst, das hält doch nicht lange. Das hält doch nicht lange. Dann hast du ja keine treuen Zuschauer. Dann hast du ja einfach nur irgendwelche Leute, die sehen, wie du dich zum Affen machst. Und sobald du es dann nicht mehr machst, dann sind die auch wieder weg. So. Stream ist nicht für jeden was. Bruder, ich gucke selber keine Streams. Für mich sind Streams auch nichts, aber selber streamen macht mir Bock. Ich bin auch nur auf YouTube, ich gucke nur Videos. Streams gucken finde ich in den meisten Fällen sehr, sehr langweilig. Weil es halt in den meisten Fällen einfach ein Let's Play ist. So. Und die meisten Communities irgendwie nicht so lustig sind. Ja. Aber no front. Deswegen. Und ich verstehe das, ne? Die Leute abonnieren mich ja nicht wegen den Streams, sondern wegen den Videos. Und die, was es halt mehr interessiert, ich mache ja jetzt quasi in jedem Video Werbung für die Leute, weil man muss halt, sag ich mal, auch kommunizieren, dass man die Dinge hat. Und die Leute, die es interessiert, die kommen halt. Ich schaue auch nur deine Streams, ja. Das ist halt so Imagine Streams gucken. Richtig cringe, oder? Wer jetzt gerade in diesem Moment einen Stream guckt, Junge, richtig unangenehm, Digga. Sag ich dir, wie es ist. Thank you. Now to cook. Dieser Bastard, der die Streams auf TikTok macht, hat gesagt, dass seine das Problem der Hütte sind und nicht Streamer und Apologies for the wait. Here's your share. Ganz kurz, ich will auch was zum Thema schreiben.
Alter, der Chat, warte, ich gucke selber keine Streams, aber ich finde, Digga, einfach, Junge, der Chat läuft hier einfach durch. Ich finde einfach nur wegen dir und deinem Humor gut. Ah, danke dir, Digga, danke dir, Digga. Ich finde Streams von großen Streamern kacke, weil ich liebe die Interaktion zwischen Community und Streamer, aber wenn du 1K plus Zuschauer hast, können die Streamer die Nachrichten nicht mehr. Ja, genau, deswegen, das ist halt das Problem, ne? Haben mir gerade PS Plus geholt, damit ich mal für zwei spielen kann. Aber jetzt nicht mit dem. Ah, miese Brise.